Hey, schön, dass du bei unserem heutigen Pilates-Workout mit dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Wir haben 30 Minuten zusammen, nach denen du dich sanft gekräftigt und wohlfühlen solltest. Das Workout ist perfekt, wenn du Anfänger bist, es ruhig angehen lassen möchtest oder ein Workout brauchst, das Hand- und Kniegelenk schonend ist. Heute bleiben wir das komplette Workout auf der Matte. Wir werden im Sitzen anfangen und uns dann hinlegen. Immer wieder werde ich dich an dein Powerhouse erinnern. Also Beckenboden anspannen, Bauchnabel rein und hochziehen. Stress dich aber nicht, wenn es nicht immer klappt. Übung macht den Meister. Lass uns einfach mal starten. Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Komme erst einmal in den Schneidersitz. Setz dich hin und dann wechsel einfach mal deine Beine. Ich bin mir sicher, du hast immer die gleiche Seite vorne. Setz dich aufrecht hin. Scheitel Richtung Decke. Bauchnabel rein und hoch und aktiviere deinen Beckenboden. Bring deine Finger an deine unteren Rippenbögen und atme erstmal in den seitlichen Brustkorb. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Spür, wie die Finger zueinander gleiten. Und wieder voneinander weggleiten. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Du bleibst aufrecht sitzen dabei. Dein Beckenboden spannst du immer leicht an. Bring die Hände neben dich und dann rotiere von der rechten Seite im Oberkörper mit der Ausatmung zur linken Seite. Immer im Wechsel. Wieder zur Mitte zurück mit der Einatmung. Ausatmen, rotiere. Stell dir vor, du möchtest einen Schwamm ausbringen. Ausatmen, Rotation. Und komm zur Mitte zurück, drei Stück noch. Bleib aufrecht. Beide Sitzbeinhöcker bleiben auf dem Boden. Und ein letztes Mal. Ausatmen, zur rechten Seite. Komm zur Mitte zurück und kreise den Kopf über unten, von rechts. Mit der nächsten Ausatmung nach links. Nimm deinen Blick mit, Schultern weg von den Ohren, dein Powerhouse weiterhin aktiv. Sehr gut, vier Stück noch. Geh von einer zur anderen Seite, mach den Kreis so groß wie es geht. Zwei Stück noch. Und ein letztes Mal. Und dann kommen wir in den sogenannten Mermaid-Sitz. Du kommst mit dem rechten Bein nach vorne, das linke winkelst du zur Seite an, drücke Sitzbeinhöcker wieder tief, drück die Schultern tief, zieh den Bauchnabel rein und wir lehnen uns jetzt zur rechten Seite weg mit dem linken Arm. Schieb dich wieder nach oben. Ausatmen, geh tief. Und einatmen wieder zurück. Mach die Bewegung so groß es geht und mit jeder Ausatmung versuch den Bauchnabel nochmal ein bisschen mehr Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Drück die rechte Schulter weg von deinem Ohr, wenn du im Sideband bist. Zwei Stück noch. Richte dich auf, ein letztes Mal ausatmen. Einatmen zurück und bringe beide Arme nach vorne. Handflächen zeigen nach unten, ausatmen, rechten Arm nach hinten schieben und mit der nächsten Ausatmung den linken. Immer im Wechsel. Wir bleiben im Mermaid-Sitz, wir lassen den Oberkörper aufrecht. Zieh nach hinten weg, ausatmen, drei Stück noch. Die letzten zwei und dann strecken wir die Arme zur Seite weg. Streck die Arme zur Seite. Mit der Ausatmung für drei, drei kleine Bewegungen nach hinten weg und dann zieh die Arme vor. Ausatmen für drei. Bring die Schulterblätter zusammen und dann die Arme nach vorne. Drei, zwei, einatmen, vorziehen. Auf geht's, nach hinten weg. Lass den Po, wo er ist. Drei, zwei, eins. Zwei Stück noch und dann kommen wir auf den rechten Unterarm. Zieh nach vorne, nimm die Arme tief und komm auf deinen rechten Unterarm. Die Knie aufeinander, die Füße aufeinander. Die Knie sind vor deiner Hüfte. Und jetzt bringst du deinen linken Arm wieder in den Sideband, über den Kopf weg und ausatmen zurück. Einatmen, Sideband, nimm deinen Blick mit nach unten und aus, zurück.
Streck dich lang, zieh den Bauchnabel rein, drück dein Schambein leicht zu mir. Und wenn dir das einfach fällt, dann drück die Hüfte gleichzeitig mit nach oben. Einatmen, strecken und ausatmen wieder tief. Drück dein Schambein zu mir dabei und geh wieder zurück. Einatmen hoch, drück dich weg vom Boden und geh wieder tief. 3 Stück noch. Mach dich groß, Sidebend, 2 mehr, einatmen. In die Länge strecken, ein letztes Mal. Komm mit der Hüfte wieder tief. Halte hier, greif einfach deinen linken Hüftknochen, Taille weg vom Boden und dein linkes Bein nach oben. Jetzt bringst du dein linkes Bein nach vorne, angewinkelt, und ausatmen, nach hinten wegschieben. Einatmen, zieh's nach vorne, ohne dass der Oberkörper hin und her geht. Nur das Bein. Das heißt, wir brauchen unser Powerhouse. Drück dich weit weg von der Matte. 3 Stück noch. Und nach hinten weg. 2 mehr. Einatmen vor. Ausatmen zurück. Du solltest den Po dabei merken. Ein letztes Mal. Und dann bleibe mittig. Streck das Bein lang. Pointe den Fuß. Fußspitze weg. Und mit der Ausatmung Single Leg Kick. Bring das Bein lang nach vorne. Schieb es nach hinten weg. Ausatmen. Kick. Lass das Bein lang gestreckt. Es bleibt dabei auf Hüfthöhe. Drück dich wieder weit weg von der Matte mit deinem rechten Ellenbogen. Bring das Bein lang vor zurück. 4 Stück noch. Denk nochmal daran, die Taille wirklich wegzuziehen vom Boden. Die letzten 2. Und ein letztes Mal, dann gehen wir komplett auf die rechte Seite. Setz die Beine wieder aufeinander, komm tief. Leg dich auf deinen rechten Arm ab mit dem Kopf und dann greife dein oberes Bein, das linke Bein nach hinten weg und mit der Ausatmung kicke es nach vorne, wie vorhin. Spannung halten vom Bauch, einatmen, spür die Dehnung vom Hüftbeuger, ausatmen, kick nach vorne. Einatmen und ausatmen, kick das Bein vor. Zieh den Fuß nach hinten ran Richtung Po und wieder vor. Bauchnabel rein und hoch. Powerhouse bleibt aktiv. Ein letztes Mal. Ausatmen vor. Streckt das Bein lang. Single Leg Circle. Kreise das Bein zurück. Beide Hüftknochen bleiben übereinander. Ausatmen. Deine linke Hand setzt du vor die Brust. Drück die Schultern tief. Große Kreise. 3 Stück noch. Ausatmen 2. Ein letztes Mal, jetzt andersherum, von hinten nach vorne. Gut, 5 Stück noch. Halte die Spannung vom Bauch, die letzten 4. Den Kopf ganz einfach liegen lassen. 2 Stück noch, dann lockern wir aus. Ich hoffe, dein Po brennt ein bisschen. Setz zusammen, locker aus, sehr, sehr gut. Und dann kommen wir einfach wieder hoch und setzen uns in den Mermaid-Sitz. Jetzt kommt das linke Bein nach vorne. Dein rechtes zur Seite angewinkelt, beide Sitzbeinhöcker tief. Und wir gehen auch hier in den Sidebend. Rechten Arm zur linken Seite weg. Bauchnabel rein und hoch. Und mit der Ausatmung lehn dich zur linken Seite rüber. Schau zu deiner linken Hand. Einatmen, richte dich auf. Stolze Brust. Ausatmen tief. Und einatmen, aufrichten, Schultern weg von den Ohren. Nochmal, richte dich wieder auf. 3 Stück noch. Und zieh dich hoch. Die letzten 2. Der Po bleibt, wo er ist. Wir arbeiten aus dem Oberkörper. Ein letztes Mal. Und dann richte dich wieder auf. Bring die Arme nach vorne, Handflächen tief. Schiebe die Arme zurück, links, rechts. Ausatmen, nach hinten weg. Ellenbogen nach hinten wegziehen. Aufrecht sitzen, Powerhouse aktiv. 6 Stück noch. Lass dir Zeit. Und stell dir vor, du schiebst deinen Arm einfach nach hinten über eine Tischplatte. Wir bleiben ganz gerade. Ausatmen, ziehen. Ausatmen, ziehen. Und dann strecken wir die Arme zur Seite weg. Jetzt rotieren wir mit den Handflächen hoch, tief,
hoch und bring die Arme wieder nach vorne. Rotation für 3 und einatmen, zieh wieder nach vorne. Ausatmen für 3 und zieh die Arme nach vorne. Rotieren, rotieren, rotieren und zieh vor. Gut, nochmal. Große Bewegung und vorziehen. Bauchnabel rein und hoch währenddessen. 2 Stück noch. Nach hinten weg. Zieh nach vorne ein letztes Mal und dann kommen wir hier auch auf den linken Ellenbogen. Komm tief. Linker Ellenbogen unter der linken Schulter. Knie aufeinander, Füße aufeinander. Taille weit weg vom Boden, Side Bend. Einatmen, ausatmen, schieb zurück. Einatmen, den Arm lang über den Kopf und wieder zurück. Drück die Taille weit weg von der Matte. Drück dein Schambein leicht nach vorne. Einatmen, Sidebend. Und wenn das gut für dich funktioniert, drück den Po mit hoch. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, langsam wieder tief. Lass den Po nicht fallen. Einatmen, hochdrücken und aus. Einatmen, streck dich. Und langsam wieder tief. Drück dich so hoch du kannst, während dein Powerhouse aktiv bleibt. Die letzten 2. Streck den Arm, Blick nach unten. Und ein letztes Mal. Drück dein Schambein noch ein bisschen mehr zu mir. Gut, komm tief mit dem Po. Greife wieder deinen rechten Hüftknochen. Bring das rechte Bein nach oben. Schieb es mit der Einatmung nach vorne. Und ausatmen zurück. Einatmen, vorziehen und gleichzeitig halten wir die Spannung vom Powerhouse. Drück nicht deinen Bauch vor zurück, sondern nur aus dem Bein arbeiten. Das Bein bleibt angewinkelt, den Fuß pointen. Sehr gut. Stolze Brust dabei, zieh nach vorne und wieder zurück. Zieh vor und zurück. Und ein letztes Mal. Und dann strecke das Bein lang, pointe den Fuß, Single Leg Kick. Drück das Bein nach vorne mit der Einatmung nach hinten leicht weg. Ausatmen vor und zurück. Linke Taille weg vom Boden. Gut, Kick nach vorne, zurück. Es sind nur noch 4 Stück. Der Fuß ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie dein Hüftknochen. 3 mehr. 2 mehr. Und ein letztes Mal, dann legen wir uns wieder komplett hin. Einmal ablegen. Nimm den linken Arm als dein Kopfkissen. Beide Hüftknochen aufeinander. Greife dein rechtes Bein. Öffne den Hüftbeuger und ausatmen, kick das Bein nach vorne. Einatmen zurück. Fuß Richtung Po und kick nach vorne. Spannung halten vom Bauch. Geh nach hinten weg. Und Single Leg Kick. 4 Stück noch. Auch hier macht die Bewegung groß. Dein linkes Bein bleibt einfach gebeugt auf dem Boden. 2 Stück noch. Der Kopf bleibt ganz gemütlich liegen. Und ein letztes Mal. Zieh vor. Halte das Bein gestreckt. Single Leg Circle. Setze den rechten Arm vorne auf. Kreise nach hinten weg, große Kreise. Spannung halten, Beckenboden anspannen, Bauchnabel rein und hoch. Ausatmen, große Kreise. Und auch hier das linke Bein, drück es einfach auf den Boden. Ausatmen und ein. Und jetzt andersherum, von hinten nach vorne. Groß, der Po arbeitet. 3 Stück noch. Dann haben wir es geschafft. 2 mehr. Spannung halten ein letztes Mal. Puh. Locker den Po aus. Gut gemacht. Und dann drehen wir uns auf den Bauch. Einfach umdrehen. Und komm komplett tief. Streck die Arme lang, streck die Beine lang. Powerhouse aktivieren. Bauchnabel weg von der Matte. Ausatmen, rechten Arm, linkes Bein nach oben schieben und wieder zurück. Und dann wechselst du die Seite. Dein Blick nach unten, dein Kopf ist gelöst vom Boden. Das ist die etwas leichtere Variante vom Swimming. Wenn das funktioniert, dann hebe doch mal beide Arme und beide Beine und arbeite von hier nach oben in die Diagonale. Zieh nach oben und wieder tief.
Ausatmen hoch. Wenn das zu viel ist, leg Hände und Füße wieder ab und arbeite von unten. Ausatmen hochziehen. Blick nach unten, Kinn leicht reinziehen. Drück dein Schambein tief. Gleich geschafft. Zieh nach oben und absetzen. Gut. Bleib kurz hier unten. Jetzt bringen wir die linke Ferse zum Po, greifen mit unseren Händen den Fuß, ziehen das Bein einmal hoch, Oberschenkel weg vom Boden, wieder ablegen und die Arme nach vorne. Wechsel die Seite, bring deinen rechten Fuß ran, zieh den Oberschenkel weg vom Boden, bring die Arme wieder nach vorne, leg beide Füße ab, linkes Bein. Drück deinen Fuß gegen die Hände, Hände gegen den Fuß, zieh hoch und dann wechsel. Ausatmen, anderes Bein greifen, einatmen, schieb nach oben und wechsel zwei Stück noch. Spür die Dehnung der Oberschenkelvorderseite und ein letztes Mal. Zieh ran, zieh hoch, die Arme kommen wieder nach vorne, bring die Hände jetzt aufeinander, leg die Stirn drauf, Double Leg Kick, beide Fersen ran Richtung Po und wegstrecken. Ausatmen für zwei und wegstrecken. Pointe die Füße, Kick, Kick und weg. Double Leg Kick, Kick, Kick und weg. Vier Stück noch, ran und rück. Drei mehr, Bauchnabel rein, drück dein Schambein tief, drück die Hüfte richtig tief. Und ein letztes Mal und dann die Beine strecken. Nimm die Arme zur Seite, Fingerspitzen Richtung Füße, Handflächen zeigen nach oben. Ausatmen, schieb die Arme nach oben und ein, zurück. Langsam. Ausatmen hoch, ein zurück, dein Blick nach unten, dein Kinn leicht rein und nur mit den Armen arbeiten, nur aus der Schulter. Ausatmen hoch, ziehen und ein zurück. Handflächen zeigen nach oben, bring die Arme so hoch du kannst. Ein letztes Mal und dann setz die Hände neben die Brust und drück dich zurück in die Kindsposition. Dein Po auf die Fersen. Streck die Arme lang nach vorne und atme ruhig jetzt mal tiefer, damit wir unseren Beckenboden entspannen können. Und dann kommen wir auf den Po. Setz dich hin auf den Po und die Beine strecken wir lang vor uns aus an die Ecken unserer Matte. Also wir bilden ein V mit unseren Beinen. Die Hände sind zwischen den Beinen und wir gehen in einen Spine Stretch. Roll dich nach unten ab, Brustwirbelsäule rund machen, die Finger kommen Richtung Füße. Und mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf, Scheitel Richtung Decke. Ausatmen tief, Bauchnabel rein und hochziehen, lehn dich nach vorne, lass die Lendenwirbelsäule lang und dann richte dich wieder auf. Flex die Füße dabei, stell dir wirklich vor, dass du deine Füße, deine Fersen gegen die Wand drückst. Und richte dich wieder auf, lass die Beine lang und arbeite aus dem Oberkörper, aus der Wirbelsäule nach vorne. Deine Ohren zwischen die Hände und richte dich wieder auf. Zwei Stück noch. Schieb die Arme nach vorne. Deine Ohren kommen zwischen die Arme. Schau zum Bauchnabel und richte dich wieder auf. Stolze Brust. Ausatmen vor. Und einatmen. Richte dich wieder auf. Mach dich groß und winkel die Beine jetzt an. Drück die dicken Zehen auf den Boden. Lehn dich im Oberkörper zurück. Powerhouse aktivieren. Arme lang nach vorne strecken und mit der nächsten Ausatmung schiebe den rechten Arm lang nach hinten am Ohr vorbei. Ein wieder tief, wechsel die Seite. Rechts, links. Lehn dich dabei zurück. Streck den Arm lang, nach hinten weg. Du arbeitest nur aus dem Arm, der Bauch muss die ganze Zeit mitarbeiten. Vielleicht kommst du erstmal nicht so weit nach hinten mit den Armen, falls du das Gefühl hast, du kannst das Ganze nicht halten. Ansonsten bring den Arm lang nach hinten, weg vom Ohr, weg nach hinten. Und die andere Seite, Blick nach vorne, Schultern weg von den Ohren, Powerhouse aktiv, dein Schambein zeigt Richtung Decke. Richte dich wieder auf und dann kommen wir zur Seal, also zur Robbe. Bring die Knie auseinander, hebe deine Füße und wir greifen die Fußknöchel von außen. Schau zum Bauchnabel, jetzt rollen wir uns nach unten ab, rollen uns wieder nach oben und klatschen mit den Füßen oben. Dreimal, klatsch, klatsch, klatsch. Geh nach unten, zieh dich wieder hoch und wenn du kannst, klatsch auch hinter dem Kopf. Zieh dich nach oben für drei, geh nach hinten,
klatsch, klatsch, klatsch und zieh dich wieder hoch. Wir müssen also auf unseren Sitzbeinhöckern balancieren. Die Knie bleiben außen und versuch trotzdem die Spannung vom Powerhouse beizubehalten. Klatsch, klatsch, klatsch. Geh nach hinten weg und zieh dich wieder hoch. Einer mehr, klatsch hinter dem Kopf und dann bleiben wir auf dem Rücken liegen. Leg dich ab. Stell die Füße auf, bring die Finger ineinander an den Hinterkopf, Ellenbogen weit voneinander entfernt, ausatmen, zieh dich in einen Chestlift, zieh dich hoch, Schultern weg vom Boden und geh zurück. Ausatmen, Schultern weg vom Boden, dein Blick nach oben. Wir ziehen den Bauchnabel dabei noch ein bisschen mehr rein. Achte darauf, dass du nicht dein Becken bewegst. Die Bewegung geschieht nur aus dem Oberkörper. Ausatmen, wir wollen für die gerade Bauchmuskulatur arbeiten. Ausatmen, zieh dich hoch, die Ellenbogen weit auseinander. Jetzt dreimal hochziehen, drei kleine Bewegungen und einatmen, geh wieder tief. Atme aus für 3, 2, 1 und geh wieder tief. Denk daran, deine Hände sind dafür da, den Kopf zu halten. Das heißt, deine Arme arbeiten mit. Zieh dich nach oben und zurück. Zwei mehr. Nach oben ziehen und ein letztes Mal, dann kommen die Beine nach oben. Einmal absetzen, Hände neben dem Körper ablegen, Handflächen tief, bring die Beine in einen 90-Grad-Winkel. Drück die Knie richtig zusammen. Mit der Einatmung kommen die Knie zur rechten Seite, die Schultern bleiben liegen, ausatmen wieder zurück. Einatmen zur linken Seite. Und ausatmen, wieder zurück. Lass den Kopf liegen, lass die Schultern liegen. So, dass wir unsere seitliche Bauchmuskulatur nutzen, um uns wieder hochzuziehen. Andere Seite. Und entweder bleibst du bei dieser Übung. Oder du kommst jetzt mit dem Bein zur Seite, streckst das obere Bein einmal lang drüber und ziehst dich dann wieder hoch. Einatmen zur Seite weg, streck das Bein weg. Und ausatmen, wieder zurück. Und nach oben. Drück die Knie aneinander. Die Bewegung muss nicht groß sein. Die Schultern müssen aber auf dem Boden bleiben. Das ist wichtig. Wieder nach oben. Zur linken Seite weg. Rechtes Bein lang strecken. Wieder zurück. Zwei Stück schaffen wir noch. Der Nacken bleibt lang. Und ein letztes Mal. Geh zur linken Seite weg. Komm zur Mitte zurück, stell die Füße hüftbreit voneinander ab, Fersen tief, Fußspitzen tief. Und mit der nächsten Ausatmung ziehen wir uns in eine Schulterbrücke. Schambein Richtung Nase, lass die Schultern liegen, Nacken lang, halte hier. Und mit der Ausatmung schieb das rechte Bein in einen 90 Grad nach oben und dann das linke. Als ob du marschieren möchtest. Pointe den Fuß, dicker Zeh weg von dir. Immer im Wechsel. Lass die Hüfte nicht fallen. Beide Hüftknochen bleiben auf einer Höhe. Ausatmen, zieh hoch. Und zurück. Zwei Stück noch und dann heben wir die Fersen an. Ein letztes Mal. Linkes Bein nach oben. Abstellen, lass den Po oben. Ausatmen, schieb die Fersen weg vom Boden. Halte hier. Ausatmen hoch. Ein zurück. Die Fersen sind genau hinter deiner Fußspitze. Drück nach oben. Spannung halten. Du müsstest die Beinrückseite merken, als auch den Po. Drei Stück noch. Ausatmen hoch. Ein zurück. Und dann komm mit dem Po nach unten tief. Zieh die Knie Richtung Brust und geh mal kurz von rechts nach links. Einfach um durchzuatmen. Einfach um mal kurz zu entspannen. Und dann stell die Füße wieder auf, bring das rechte Bein lang nach oben, pointe den Fuß und wir gehen hier in einen Single Leg Circle. Im Pointo flexe jetzt den Fuß und wieder Single Leg Circle. Kreise das Bein nach außen weg, pointe den Fuß wieder und wieder einen großen Kreis machen. Zieh das Bein hoch und flexe. Auf geht's. Lass die Schultern tief und ein letztes Mal im Point. Und einmal noch im Flex, Single Leg Circle. Bring das Bein nach oben, pointe es wieder und schieb das Bein jetzt einfach nach unten Richtung Boden. Flexe den Fuß, zieh das Bein nach oben. Einatmen tief im Point und ausatmen, streck das Bein lang nach oben im Flex.
Einatmen tief und ausatmen hoch. Zwei Stück noch. Halte die Spannung vom Powerhouse. Und ein letztes Mal den Point nach unten. Lang gestreckt lassen. Zieh nach oben. Achtung, stell das rechte Bein aufs linke ab. Drück dein Knie weit nach außen. Und wir greifen unter den linken Oberschenkel und ziehen ran. Spür die Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Nur halten. Kurz die Dehnung spüren. Und dann stell beide Füße wieder auf, Nacken lang lassen, linkes Bein nach oben, pointe den Fuß, Bauchnabel rein, drück die Handflächen tief, Single Leg Circle, Bein nach oben, flexe den Fuß, Single Leg Circle. Wie vorhin mit der rechten Seite, immer im Wechsel, point, zieh hoch und flex. Nur noch 5 Bewegungen, große Kreise, während die Schultern liegen bleiben. 4 mehr. Und die letzten 3, dein Blick geht nach oben, der Nacken bleibt lang, die Schultern weg vom Boden. Und ein letztes Mal im Point. Einmal tief mit dem Bein Richtung Boden, ausatmen, flex den Fuß, zieh wieder hoch. Einatmen im Point tief. Und ausatmen, schieb nach oben und schau darauf, dass deine Bauchdecke nicht hoch und tief geht. Wir halten die Spannung. Wenn du aber merkst, dass du die Spannung dabei nicht halten kannst, komm nicht ganz so tief mit dem Bein. Einatmen tief und ausatmen wieder hoch. Einatmen, geh tief. Und ausatmen, schieb das Bein nach oben, setze das Bein auf das andere ab, also auf das rechte, greife unter den rechten Oberschenkel, zieh ran. Spür die Dehnung in der linken Gesäßhälfte. Tief durchatmen. Nur kurz halten. Und dann bleiben beide Beine im rechten Winkel oben, also im 90-Grad-Winkel. Fingerspitzen Richtung Decke, streck mal die Füße nach oben und zieh sie wieder ran. Ausatmen, strecken, Fußspitzen Richtung Decke. 2 Stück noch und dann halten wir oben und öffnen Arme als auch Beine. Zieh nach oben. Mit der nächsten Ausatmung schieb die Beine nach oben und jetzt öffne Arme und Beine seitlich. Zieh wieder zusammen mit der Einatmung, Beine anwinkeln. Ausatmen hoch, auseinander und zieh wieder zusammen. Von der Körpermitte halten wir stabil. Arme und Beine zur Seite weg und schieb dich wieder zurück. Ausatmen hoch, öffnen, einatmen wieder tief. Und ein letztes Mal strecken, auseinander, zieh zurück. Bringe dein linkes Knie Richtung Brust, streck das rechte Bein weg, Single Leg Bend. Und mit der Ausatmung wechsel. Noch liegt der Kopf auf dem Boden, zieh dein Knie Richtung Brust. Wenn du kannst, dann ziehst du währenddessen deinen Kopf weg vom Boden. Schau zum Bauchnabel. Ein Bein ranziehen, das andere gestreckt, immer im Wechsel. Und beide Füße sind gepointet, schieb die Beine aneinander vorbei. Ausatmen, wechsel. Knie noch ein bisschen näher Richtung Brust und wechsel. Single Leg Bend. Halte jetzt das rechte Bein ran zur Brust und nur das linke geht hoch und tief. Ausatmen, kick es nach oben, ein wieder tief. Ausatmen, langes Bein, nur das linke hoch und zurück. Du kannst den Kopf hier auch ablegen. 3 Stück noch. Ausatmen, 2. Ein letztes Mal. Und dann wechsel das Bein, zieh das linke Bein ran Richtung Brust, das rechte geht hoch und wieder tief. Ausatmen hoch und zurück 4 Stück noch. Pointe den Fuß, 3 mehr. 2 mehr, halte die Spannung vom Bauch. Und dann zieh beide Knie einmal ran Richtung Brust. Leg den Kopf ab und geh kurz von rechts nach links über den Rücken. Und dann greife unter deine Knie, halte kurz hier, tief durchatmen und dann rollen wir uns auf. Roll dich auf deine Sitzbeinhöcker, rolling like a ball. Einatmen, tief gehen, ausatmen, wieder hochrollen. Über den ganzen Rücken bis zum Schulterdach.
Einer mehr und dann greifen wir die Schienbeine. Bleibe kurz oben, greif die Schienbeine, mach dich rund, rolling like a ball. Ausatmen, schieb dich wieder nach oben, 3 Stück noch. Ganz entspannt über den Rücken rollen. Und ein letztes Mal. Komm nach oben. Oh. Zieh dich nach oben und dann setz dich in den Schneidersitz. Lehn dich nach vorne, mach dich rund. Bleib kurz hier. Durchatmen. Und dann streck die Arme lang nach oben. Brust raus, Bauchnabel rein, Blick nach vorne. Setz die Hände nach hinten. Fingerspitzen weg von dir, Brust rausdrücken, öffne deinen Brustkorb. Durchatmen. Und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es ist so schön, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt, schreib mir gerne in die Kommentare, ob es dir einfach fiel, dein Powerhouse zu aktivieren. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.